Willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei dem Aktionär TV Experteninterview und den heutigen Experten sehen Sie schon neben mir. Andreas Deutsch ist bei mir im Studio. Hallo. Hallo Marco. Wir starten mit Amazon in die Sendung. Wir haben schon über all die möglichen Geschäftsbereiche von Amazon gesprochen. Einen haben wir aber noch eigentlich meistens ausgeklammert, weil er auch nicht so präsent war. Das ist das Bereich Gaming oder der Bereich Gaming. Prime Gaming hat man das Ganze jetzt genannt. Jetzt kriegt man also auch noch unzählige Spiele obendrauf, wenn man Prime-Kunde ist. Ja, richtig. Also es wird immer attraktiver, Prime-Kunde zu sein. Also man hat ja Ende 2019 waren es 150 Millionen. Glaube ich, völlig veraltet jetzt mittlerweile die Zahl, weil der Lockdown war und weil sich ganz viele noch geschickt haben, dann Prime-Kunde zu werden. Also das ist ja jetzt, Amazon hat es ja so gemacht, dass man jetzt einfach nicht nur die Commerce-Dienste anbietet, sondern diese ganzen Gimmicks noch dann dazu, wie du schon richtig gesagt hast. Man kann Serien, Filme und jetzt Gaming en masse dann schauen und das ist Kundenbindung. Also Jeff Bezos hat es definitiv verstanden, die Kunden zu binden. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Prime-Geschichte ein Faktor sein wird, was den Kurs weiter treibt. Ein anderer Faktor, genau. Momentan tut sich ja nicht so viel. Konsolidierungsphase, aber völlig normal. Wir haben ja hier über 70% seit Jahresanfang zugelegt. Also ein unfassbar sensationelles Jahr für die Amazon-Aktionäre. Neue Fantasie kommt rein. Apple hat ja angekündigt zu splitten. Am 24. August ist es soweit. Und jetzt ist natürlich der Ball bei Jeff Bezos. Jim Cramer hat es gestern in der Sendung gesagt bei Mad Money, dass Amazon und noch 9 weitere Unternehmen noch genannt, die eigentlich unbedingt splitten müssten, weil junge Leute gerne natürlich auf den optischen Kurs achten und das ist halt da eine Hausnummer. Also mit Streuung ist da nicht mehr viel im Portfolio. Man soll ja streuen und gerade für junge Leute spielt das eine wirklich große Rolle. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Jeff Bezos halt diese nachkommende Generation, die jetzt die Börse entdeckt, ausklammern will. Also hier Fantasie durch den Aktiensplit, neue Aktionäre dann bald an Bord. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Tesla hat ja auch einen angekündigt Ende August. Naja. Hat er auch gesplittet. Also scheint momentan tatsächlich die Tech-Branche so ein bisschen zu durchdringen, das Thema. Ja, bei deren Kurssteigerung ist es ja dann auch, nachvollziehbar. Ja, genau. McDonald's, schauen wir da drauf. Wir hatten vor 2 Wochen schon über die Zahlen, ich glaube, es war 2 Wochen gesprochen, die natürlich enttäuschend waren, Lockdown etc. War jetzt auch nicht überraschend. Wie ging es denn seitdem weiter? Was gibt es Neues bei McDonald's? Es geht gut aus. Also wir haben hier das Verlaufshoch, das hat McDonald's geknackt. Die Rekordhochs, die sind da nicht mehr so weit entfernt. Es gibt sehr viel Pessimismus in der ganzen Gastronomie, verständlicherweise. Man muss sich an strenge Corona-Regeln halten. Die Tische stehen weit auseinander. Und in verschiedenen Städten wird ja jetzt darüber diskutiert, ob es ein Alkoholverbot geben soll, damit die Leute wieder mehr sich an die Regeln halten, sagt ja Alkohol enthemmt und das passt halt in diesem ganzen Kontext, wo die Infektionen da wieder steigen, überhaupt nicht rein. Also das wäre dann natürlich auch wieder für die ganze Gastronomie nochmal so ein Tritt und viele machen sich sowieso schon große Sorgen um ihre Existenz, nicht nur in Deutschland, auch in Amerika gibt es ja auch die Statistiken, die Schätzungen, dass jedes 4. Restaurant in Amerika für immer verschwindet. Und der Markt erkennt jetzt immer mehr, dass McDonald's als großer ein Profiteur davon wird. Es gibt eine Analyse von der Bank of America, die herausgefunden hat, dass Fastfood sich super schnell erholt hat. Viel schneller, also die großen Ketten, die ja meistens Fastfood sind, viel schneller als kleine Ketten und unabhängige Restaurants. Also die es viel schwerer haben. Und diese Lücken, die dann entstehen, weil die Leute werden ja weiter essen, haben immer Hunger, die werden dann von McDonald's und anderen großen Ketten geschlossen. Nicht nur vielleicht sogar durch die Immobilien, die ja dann frei werden in guten Lagen, aber einfach, glaube ich, was das Essensangebot dann angeht. Und noch ein Satz zu McDonald's. Das Unternehmen hat es wirklich sensationell geschafft, sich umzustrukturieren. Man hat ja die Filialen verändert. Man setzt ja schon eine ganze Weile zum Beispiel auf künstliche Intelligenz bei den Bestellungen von den Autoterminals. Das hat sich jetzt in der Krise alles sehr ausgezahlt, weil ja die meisten über Autoschalter ihre Sachen bestellt haben. Von 70% auf 90% hoch war es in Amerika. Dann natürlich auch diese ganze Delivery-Geschichte. Also und McDonald's super aufgestellt für die Nachkrisenzeit und der Markt erkennt das jetzt immer mehr und deswegen glaube ich, dass wir ja bald auch neu hochsehen. Lange Rede. Ja, aber hat ja trotzdem Sinn gemacht. Disney,
Disney Plus haben wir öfter angesprochen. Jetzt geht man noch einen neuen Weg, was diesen Streaming-Dienst angeht. Es gibt einen Premium-Bereich und Mulan, der schon 5-mal ins Kino kommen sollte und dann nicht kam wegen Corona, wird jetzt zumindest in Amerika schon mal sicher nicht ins Kino kommen, sondern eben auf Disney Plus in diesem Premium-Bereich veröffentlicht. $30. $30. Das ist eine Hausnummer. Gut, man kann ihn dann anscheinend so oft schauen, wie man möchte und natürlich auch mit mehreren Menschen und so weiter. Ist das so ein Geschäftsfeld, auch dieser Premium-Bereich, der nochmal für Fantasie sorgt? Für Fantasie sorgt auf jeden Fall und es ist ein Versuchsballon. Also man muss es ja so sagen, vielleicht klappt es ja. Der Preis ist jetzt, naja, würdest du es bezahlen? Nee, ich glaube nicht. Also 30 finde ich schon ein bisschen happig. Klar, das wenn du es mit 10 Menschen guckst, dann ist es nicht viel, aber das macht man jetzt im Normalfall ja nicht. Ja, es ist wirklich die Frage, ob es jetzt 30 zu viel sind, aber Disney kann ja dann beim nächsten Preis dann runtergehen. Aber ich meine, dass diese App Disney Plus so zündet, das hätte ja auch nie einer gedacht. Also man hat ja eigentlich diese 60 Millionen dann für 2024, glaube ich, angepeilt, diesen Rahmen. Und jetzt haben wir 2020. Gut, die Prognose hat man vor dem Lockdown gegeben, aber es zeigt auf jeden Fall, wie viel Potenzial noch in Streaming steckt. Insgesamt hat Disney ja 100 Millionen für seine ganzen Streaming-Dienste. Und ich glaube, dieses Bezahlmodell, was du gerade gesagt hast, bei Filmen, das wird bei Sport auf jeden Fall funktionieren. Also wenn man da mal so ein absolutes Großereignis hat, wie ein Boxkampf, wie ein MMA-Kampf oder von mir aus auch ein Fußballspiel, was die Leute sehen wollen, dann zahlen sie auch Geld dafür. Also dann werden die Nachbarn dann eingeladen, man legt dann eine Kasse hin, jeder tut 5 € ein und dann hat man das Event dann auch zu Hause im Wohnzimmer. Also tut sich was. Mhm. Content ist King, Disney hat ohne Ende Content und ist deswegen der Kaiser. 3 € ins Phrasenschwein, aber ich glaube schon, dass diese Story, diese Streaming-Story hier den Kurs weiter pushen kann. Und es sieht auch gut aus jetzt. Funktioniert ja auch bei Amazon. Ich meine, die haben viel im Prime-Angebot, aber dann eben auch Filme, die man kaufen und leihen kann, die dann eben natürlich deutlich mehr kosten. Ist, glaube ich, nicht $30, aber ja, da sind auch, die waren ja dann vorher auch im Kino, anders als jetzt Mulan. Ja. Na gut, Sport, du hast gerade schon mal Sport erwähnt. Wir wollen auf die Sportartikelbranche blicken. Wir haben Nike, gleich noch Adidas. Nike, trotz Corona oder wie auch immer, auf den Rekordhoch in dieser Woche schon gestiegen. Ja, es gab positive Aussagen von Footlocker, von der Kette, von der Schuhkette, die ja einen neuen Boom bei Sneakers beobachtet haben. Überraschend starke Quartalzahlen. Das hat Nike dann nochmal ordentlich angetrieben. Wenn man sich jetzt mal Adidas anschaut, wenn du kurz weiter klicken würdest, können wir direkt mal schauen, der Konkurrent. Also wir hatten das Rekordhoch bei Nike und Adidas hinkt dem da hinterher. Rekordhoch etwas weiter entfernt. Mhm. Aber wenn man sich hier diesen wunderbaren Ausbruch anschaut, beziehungsweise kurz davor über dem Verlaufshoch hier und wenn man hier noch mehr einzeichnet, dann kriegt man wirklich dann, na gut, klappt jetzt, na, das kann man jetzt vergessen, aber auf jeden Fall schöner Ausbruch über die 200-Tage-Linie gegangen. Adidas mit viel Potenzial. Ich sehe die ganze Branche als großen Gewinner von Corona an, weil sie ist einfach, das Gesundheitsbewusstsein steigt. Sport, Fitness wird immer wichtiger, weil die Leute ja gemerkt haben, wer letzten Endes dann auf der Intensivstation gelandet ist, wer beatmet werden musste. Viele Übergewichtige waren dabei, unfitte Menschen. Deswegen glaube ich schon, dass sich das ändert. Und ein interessanter Punkt noch, den Kasper Rosset ja gesagt hat, Homeoffice treibt auch die Umsätze. Das ist ja auch so die Spekulation, dass diese Anzugspflicht dann nicht mehr so ist, dass man dann in legeren Klamotten dann vor dem Rechner sitzt und sich höchstens dann nochmal für eine Videokonferenz ein Hemd anzieht. Also viel Fantasie drin, günstig bewertet und deswegen bleibe ich hier bullisch auf für Adidas. Und viele machen den Sport dann eben auch in den eigenen 4 Wänden, so in der Mittagspause des Homeoffice. Ja, das ist der sensationelle Trend. Und deswegen kommt Nautilus hier oder kam schon in den letzten Wochen, Monaten so stark. Vollgas gegeben. Also wenn man sich das noch hier, dieses Tief da im März, wo die Fitnessstudios ja zumachen mussten und wo die Leute gedacht haben, um Gottes Willen, dann gehen die ja pleite und keiner stellt mehr. Und dann, man sieht es ja hier, also im April hatte Nautilus dann schon gemeldet, dass die Nachfrage anzieht und dann ging die Aktie dann sowas von ab. Der Trend ist da, Home Gym, du hast es schon gesagt, gerade Leute, die gerne ins Fitnessstudio gehen, die konnten das ja offensichtlich hier überhaupt nicht ertragen, dass das Fitnessstudio auch nur 1 bis 2 oder 3 oder mehrere Wochen dann zugemacht hat und haben sich das ganze Zeug für zu Hause bestellt. Jetzt haben sie es da, vielleicht nur teilweise, es muss dann noch umgerüstet werden, da kommt dann noch eine Beinpresse dazu oder noch ein Cardiogerät und das führt halt weiter zu steigender Nachfrage dann bei Nautilus. Letztens Zahlen gebracht, die sind auch sensationell ausgefallen, besser als erwartet. Und obwohl die Aktie schon so gelaufen ist, hat sie dann nochmal so zugelegt. Laufende Empfehlungen über 30% im Plus, obwohl wir sie jetzt ein paar Wochen hatten. Klar, wir hatten sie da nicht, aber
Dafür hatten wir Peloton, die ja auch sehr gut gelaufen ist. Und die haben wir dann spät, aber nicht zu spät empfohlen. Also passt schon. Zalando ist ja auch einer der Corona-Profiteure. Auch das hatten wir schon öfter als Thema. Jetzt hatte man in dieser Woche mal wieder die Jahresprognose angehoben, weil es anscheinend noch besser lief, als man es oder läuft, als man es zuvor gedacht hat. Ja, mittlerweile auch einiges dann doch im Kurs schon eingepreist durch diese Konsolidierungsphase. Trotzdem ist das Unternehmen vom Börsenwert immer noch relativ überschaubar. Entschuldigung. Und deswegen glaube ich auch, also dass man diese Stärke, die man jetzt hat im Markt, dass man die noch weiter ausbauen kann. Und deswegen bleibe ich auch für Zalando billig, obwohl sie dann vielleicht kurzfristig dann überkauft war. Aber trotzdem immer noch Fantasie. Da ist auch noch ein zweiter Player aus dem Sektor, auf den wir schauen wollen, die Global Fashion Group. Auch da sehen wir jetzt gleich diesen extremen Aufwärtstrend. Aber in dieser Woche ging es auch so ein bisschen abwärts. Ja. Aber normale Gewinnmitnahmen? Also bei der Rallye würde ich jetzt auch sagen, wir hatten sie auch später. Wir hatten ja Zalando und dann hatten wir diese schwedische Boozt noch dann dabei. Die ist jetzt hier so die sehr spekulative Variante, Alternative aus diesem ganzen Sektor, wo man sich hier auf Schwellenländer konzentriert. Zweite Quartal war stark und da kommen jetzt auch bald die Zahlen, die endgültigen Zahlen dann. Und da bin ich vor allem auf das Kundenwachstum gespannt, die Zahl der aktiven Kunden. Aber wie du schon richtig sagst, also solche Dips nach so einem Kursverlauf, dann völlig normal. Spannende Story, relativ günstig bewertet. Also. Und hier auf jeden Fall Fantasie dran. Dann blicken wir bei nächster Gelegenheit wieder drauf. Ja. Das war's für den Moment. Dankeschön, Andreas. Sehr gern. Danke auch Ihnen für Ihr Interesse. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Gute.